Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Hogwarts Legacy. Wir befinden uns aktuell im verbotenen Wald und sind auf der Suche nach Bubo Tubla, alles dem Kampf der Pickel, entgegen. Und ja, schauen wir doch mal erstmal, wie so ein Ding aussieht und wo wir sie finden. Das sieht ja hier ganz nett aus. Okay, nee, ist ein Waldtroll. Ist ja auch nicht schlecht. Warum nicht? Na toll, ein Troll. Was ich reib, ne? Das kann ja nicht schlecht sein. Okay, wow. Confringo. Und drauf, und einen Stein werfen. Oh. Und noch einen Stein werfen. Zack, Konzentration, Konzentration. Ratio, draufhauen, ausweichen. Explosion in den Rücken rein. So schön. Und noch. Immer drauf, ausweichen. Schnibbeln. Boom. Und drauf. Und Explosion. Und ausweichen. Zack, da haben wir ihn erlegt. Hättet ihr jetzt damit gerechnet? Ich auch nicht, dass ihr so ein fetter Troll rumgammelt. Oh, aber wir sind Trollpopel am Start. Und alleine wie fett dieser Trollpopel war, ne? Der war ja riesig. Revelio. So, hier haben wir noch. Da hier noch was, da hier noch was. Was bist du? Das ist ein Bubo Tubla. Oh, das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Revelio. Das sah echt auch ekelhaft aus. Da ist noch einer. Mmh, lecker. Na, dann sammeln wir noch ein paar. Wir sind ja im richtigen, in der richtigen Gegend. Ich dachte, das wären irgendwelche Lebewesen oder so. Also gut, Pflanzen sind auch Lebewesen jetzt so nicht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte so, richtige rumlaufende... Oh Gott, wo sind wir denn hier? Lecker! Das sieht gut aus. Hier so ein paar Rehe am Rumspringen. Richtig idyllisch. Zwischen den Gedärmen. Man kennt's. Der verbotene Wald ist schon ein besonderer Ort. Da ist noch ein Bubo Tubla. Da. Drei. Confringo! Da ist noch einer. Macht ihr denn hier für Sachen? Holzspinne? Geht sie noch mehr ab? Nee. Um. Ich bin nur auf der Suche nach Bubo Tubla, Leute. Ich habe gar keine Zeit für euch. Ach, die kämpfen da gegen so einen Troll. Ja, gönnt euch. Da muss ich nicht dazwischen. Das sollte reichen. Ja, reicht auch wirklich. Machen wir auch. Komm, warte. Einmal auf den Besen. Und raus hier. Let's go. Eine alte Hütte. Oh, Vorsicht. Um Gottes Willen. Oh, nicht, dass wir hier, ne? Wir wollen ja nicht noch uns verletzen oder so. Einmal direkt durchs Lager durch. Moin, hallo. Du hast den Dreh einfach nicht raus. Nee, ihr seid einfach zu langsam, das ist euer Problem. Confringo und treffen dich mal. Trottel. So, da sind wir doch auch schon. Das ging doch ratze, fatze. Immer über die Brücke. Mal sehen, wie weit wir dürfen. Oh, hier ist Ende. Dann gehen wir mal die Quest ab. Ich hoffe, sie ist zufrieden und kann nun ihren Kampf gegen die Popel weiter starten. Moin, ich bin's wieder. Ich habe deine komischen Eitersäfte da organisiert. War ein bisschen ekelhaft, aber ich hab's gern getan. Saccharissa, ich habe die Bubo-Tubla gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie?
Nein. Ja, aber für einen höheren Preis. Nein, nein, ich bin nett. Hier, komm. Natürlich. Freut mich, sie für dich gefunden zu haben. Danke. Und natürlich dein Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Alter, was bist du denn, Mann? Was ist denn los mit der Frau? Eines Tages kennt die Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Kennt man die nachher wirklich? Wird die irgendwie noch besonders oder sowas? Herausforderung abgeschlossen, so. Wahrscheinlich wird das nachher noch eine ganz besondere, eine Koryphäe in der Schönheitszauberei oder irgend so ein Scheiß. Ich glaube, ich bin da ein bisschen altmodisch oder so. Ich bin da sehr gesettelt und relaxed. So, ich check mal gerade, ob hier noch weitere Nebenquests sind. Eine haben wir auf jeden Fall noch. Dann ist hier hinten noch ein lauter Zeug, wo wir noch nicht waren. Guck mal, wie weit das noch runtergeht. What the fuck ist denn hier los? 1, 2, 3 Dörfer sind da noch. Kann man da jetzt schon hin? Und wenn ja, sollten wir da jetzt schon hingehen oder eher nicht? Wir machen jetzt noch das hier. Flüchtige Begegnung. Ich muss die Höhle des Flüchtigen finden. Sie befindet sich angeblich im verbotenen Wald im Nordwesten von Hogsmeade. Finde die Höhle des Flüchtigen. Wer ist der Flüchtige und was macht er da? Auftrag verfolgen. Ja, dann auf zur Höhle des Flüchtigen. Ich würde sagen, wir gehen mal von hier aus los. Sumpf an der Nordfurt. Let's go. Und dann gehen wir vom Sumpf auf den Flüchtigen suchen. Und danach Main Quest. Guter Plan? Ich würde auch sagen, oder? Hallo! Kann ich dir was bringen? Du siehst aus, als hättest du gerne Effie Bones, als könnte sie irgendwas gebrauchen, die gute Effie. Stecken sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Möglicherweise? Selbstverständlich. Hier, bitteschön. Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Genießen Sie das Donnergebräu. Zum Dank für Ihre Großzügigkeit. Dankeschön. So. Warte, bevor wir jetzt weitermachen, wo hier gerade ein Händler ist, ne? Moment, meine Lieben. Moment. Lass eben die Ausrüstung checken. Und dann können wir nämlich verkaufen, was... So viel ist ja eh nicht. Ich glaube, wir sind, glaube ich, tatsächlich gerade mal leer. Check das mal eben ab. 1, wunderschön. Ich würde gerne einmal verkaufen, wenn das genehm ist. Geht das gerade nicht? Ich werde angegriffen von irgendwas. Da. Gut. Und damit auch noch ein Achievement hier umfällig. Also ein Achievement, eine Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Guten Tag. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ich wollte nur verkaufen und offensichtlich habe ich echt nicht viel dabei. Bitte schön. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft. Es war mir ein Vergnügen. Hat mich auch sehr gefreut. Also muss ich schon sagen, war sehr schön. So, es sind noch 200 Meter. Die können wir eben zu Fuß zurücklegen. So weit ist das ja nicht. Und dann suchen wir mal die Höhle des Flüchtigen. Guten Tag. Ist ja richtig Betrieb hier im Sumpf. Also wir sind hier nicht allein. Hier sind einige Leute unterwegs, ne? Das sieht mir sehr nach einer Aufgabe Merlins aus. Die sieht einfach aus. Die sieht aus, als müssten wir nur eine Kugel hier reinpacken. Aber wo ist der Beginn? Die sieht schon erledigt aus. Hm. Na egal. So viel zu dem Thema. Ich gehe mal auf den Besen. Da sind wir schneller. Dann haben wir hier drüber. Ja, ja. Nervt man nicht rum hier. Sieht doch ganz gut aus hier. Und da runter. So. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist? Spinnen, würde ich sagen. Also wenn ich mir das so ansehe, viele Spinnen. Jede Menge Spinnen. Gerade noch drüber geredet. Da sind sie schon wieder, oder? Hallo.
Griff eine flammende Spinne und lass sie explodieren. Spinne lass sie... Oh, da ist so eine fette hier auch noch. Bombs, du kriegst einen Schwein in die Fresse. Den hier. Warum brenne ich jetzt? Keine Ahnung. Ah, Gott, fürchterlich. Hier sind noch mehr. Oh nein. Oh, viele Spinnen. Ich hasse Spinnen. Noch eine. Hallo. Das Gute ist, ihr müsst immer dran denken, dadurch, dass wir uns hier gerade drum kümmern um diese Quest, machen wir die Welt etwas spinnenloser und das ist doch was Gutes. Nicht wahr? Hat nicht so gut funktioniert. Da schaudert's mich doch direkt. Ja, mal lieber hier lang. Obwohl, wo nicht mehr so viele Spinnen sind. Was ist hier los? Oh, hi! Okay. Kommst du denn her? Direkt in der Luft zerklötert das Vieh. So, so, richtig. Ich mache mir damit immer selber Schaden. Warte mal, wir müssen mal eben dabei. Solange wir bei den Spinnen sind, ist das einfach cleverer. Der Feuerangriff, der macht mehr Sinn. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nü. Ist das die Acromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Keine Ahnung. Incendio. Ist sie das? Ja, moin. Oh, du siehst aber wunderschön aus. Lass mich deine haarigen Beinchen streicheln. Ah, das ist also der Flüchtige. Ach, das ist der Flüchtige. Oh, schön. Oh mein Gott. Schön, dass ich hier bin. Hey, Flüchtiger, ich freue mich sehr, dich noch zu haben. Bitte mal den Flüchtigen anvisieren, danke. Oh. Oh mein Gott, das sieht ganz gut aus. Oh nein. Ich muss ein bisschen konzentrieren hier. Was muss ich finden? Finde das Erbstück, das Milo zurückließ. Oh, hier sind ja noch Spinnen. Ich dachte, wir wären fertig. Sorry. Die waren alle zu weit weg. Okay, wir müssen ein Erbstück finden. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Eine fürchterliche Riesenspinne. Zum Glück haben wir mal ein paar Tränke gebraucht. So, hier muss irgendwo ein Erbstück sein. Ah. Vielleicht da, wo die ganzen Spinnensäcke sind hier. Potato,
Ey, war Props, wir haben die dicke Riesenspinne platt gemacht. Vor der hatte ich ja ein bisschen Angst. Hat geklappt. Taschenuhr, Erbstück. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Wer ist denn Mr. Adley? Diese Quest haben wir, glaube ich, irgendwann vor vielen Monaten mal angenommen. Und ich habe das ganz vergessen. Da meint ihr noch, die machst du mal besser später wegen Riesenspinne. Ihr hattet auch nicht Unrecht. Ach hier, das war aus diesem Dörfchen. Alles klar. Da reisen wir mal schnell hin, würde ich sagen, wa? So, und ich würde tatsächlich sagen, wir machen dann weiter Main Quest. Und sobald dann Winter ist, können wir ja mal die anderen Ortschaften auskundschaften, die wir noch nicht uns angeguckt haben. Guten Tag, ich bringe jetzt erstmal das... Ah, sieht aber schon schön aus, das Erbstück zurück. Du, das... Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Flüchtigen dann also doch nicht betreten? Doch, und nachdem ich mich erinnert hatte, was das war, war es echt mega schön. Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Hier ist es. Wie schön, dass Milos Tochter damit ein Andenken an ihn hat. Finde ich auch. So weit hergeholt seine Pläne auch waren, Milo war ein guter Freund. Ich werde ihn vermissen. Bitte, nehmen Sie diese Belohnung an. Für Ihre Mühen. Ja, danke und bis dann. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Milo Quest abgeschlossen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Okay, es gibt auf jeden Fall mindestens noch 31 Nebenquests. Holy moly, wir haben noch ein bisschen was zu tun, Leute. Irgendwo in diese Richtung ist noch ein Häuschen. Kommen wir da rein oder ist das Nummer 2? Ich muss, glaube ich, bald mal diese Geister sammeln, wa? Oh nee, dürfen wir rein. Hallo, Homura. Trotzdem müssen wir wahrscheinlich demnächst mal wirklich... Das machen wir dann auch im Winter, würde ich sagen. Ist auch keine Sau interessiert, dass ich hier einfach einbreche, ne? Lololo. In Gothic wirst du wenigstens beleidigt und kriegst auf deine Muffel, ne? Richtig schlaffe Lusche drauf, aber hier... Rebellion. Steigst du halt ein und dann passt die Sache, ne? Ist das auch in Ordnung. Digitruhe. Mit schlechtem Zeug drin. Mega gut. Okay, ich glaube, wir sind dann soweit, aber erstmal safe. Wir waren jetzt, glaube ich, sehr fleißig. Ich schau mal in unser Auftragsbuch. Was gibt's denn hier so an Aufträgen? Das verlorene Kind trifft dich in Lower Hawksfield mit Neddy. Okay, es gibt auf jeden Fall doch noch was. Dann haben wir noch die Schlüssel, da fehlen noch 3. Und der Mann hinter den Monden. Gut, da fehlen noch ein paar. Gib Gladwin Moon die Demigeist-Monde zurück. 0 von 9. Ich weiß gar nicht, wie viel wir schon haben. Aber auf jeden Fall noch nicht genug, glaube ich. Dann machen wir noch das verlorene Kind und dann wieder auf dem Weg. Dann geht's zur Kartenkammer. Ich denke, dann geht's tatsächlich auch weiter. Dann machen wir das noch und dann Kartenkammer. Dann schaffen wir vielleicht doch noch den Winter. Ich bin voller Zuversicht. Aber erst das verlorene Kind. Wie weit? Ist nicht so weit? Würde ich sagen. Hoppala. Sorry, Leute, ich wollte niemanden verletzen. Würde ich sagen, mach mal einen kleinen Ausritt, komm. Einfach nur, um den hübschesten Arsch rund um Hogwarts nochmal wieder zu sehen. Na komm. Ihr wollt es, ich will es, wir wollen es alle. Schön oder schön? Da sind wir doch auch gleich richtig. So, lass uns mal hier landen. Landen. Und direkt wieder rein in die Kiste da, ne? Gut, und dann noch die letzten paar Meter laufen und haben wir es doch schon. Wetter ist auch wieder perfekt, so wünsche ich mir das, aber immerhin ist es hell. So, was hier los? Okay, oh, der Horn ist am Krähen. Auch noch das, Leute, auch noch das. Ich würde nicht wollen, dass jemand wie Harlow nach mir sucht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Meine Lieben, wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen... Ja, ich komme auch gleich. Kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.